Und damit herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. So, machen wir mal weiter. Mittlerweile im Patch 042. Kam in der Zeit jetzt ein Update raus, wo ich nicht aufgenommen habe. Gucken wir gleich mal, ob es was Neues gibt. Fire Food. Scheint aber auf jeden Fall nett. Sieht nicht so aus. Das Buch ist jedenfalls anders da hier. So, hier ist nichts. Fallen sind auch keine neuen. Hier ein Dock kann man sich jetzt bauen. Nice. Okay. Geil. Will ich gleich mal ausprobieren. Aber erstmal töten wir den Vogel hier. Stirb. Nice. Jetzt mal Federn. Das können wir auch theoretisch später machen. Wir müssen unsere Basis hier noch ausbauen. Das ist erstmal wichtiger. Dass wir erstmal sicher sind. Wir können uns ja die ganze Insel zu Untertan machen. Das ist ja kein Problem. Wir sind hier der Boss auf jeden Fall. So, wir sind ja recht weit gekommen schon in der letzten Folge. Jetzt müssen wir das Ganze hier halt natürlich noch zu Ende machen. So. Bis jetzt habe ich echt noch keinen Ureinwohner oder Kannibalen gesehen. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es so bleibt. Hab noch keinen Bock auf die. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn man hier so am Bauen ist. Hallo. Okay, hat keine Ausdauer. Wir müssen kurz warten. So. Da ist die Höhle. Ich will da nicht rein. Ich hätte irgendwie voll Lust, da reinzugehen jetzt, aber irgendwie auch nicht. Oh, er hat schon wieder keine Ausdauer mehr. Der Typ ist so eine Puppe, Mann. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber... Rennt 5 Metern, hat keine Ausdauer mehr. So. Ich überlege da gerade, wenn man dann Dock bauen kann, könnte man sich theoretisch auch ein Hausboot daran bauen. Oder irgendwie so ein... Irgendein Boot. Boah, ich habe da was gehört. Und theoretisch dann eine Basis im Wasser bauen. Das wäre auch nice. So, ich will hier auch auf der Seite auch überall noch Fenster reinbauen. Dann komm hier und dahin und dahin. Dahin. Wird es jetzt schon wieder dunkel oder was? Oh nee, oder? Komm schon. Ich will noch bauen. Ich will mit meinen Legos bauen. Gibt's Legos überhaupt noch? Ey, ich habe damit ja echt so wirklich zum Bauen, meine ich. Ich habe da früher so gerne mitgebaut. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es aber in die Kommentare schreiben. Ich habe auf jeden Fall schon lang keine mehr gesehen zum Kaufen. Würde mich echt mal interessieren. So. Und dahin, zack. Wie habe ich die Legos geliebt und habe mich immer gefreut, wenn ich neue bekommen habe. Dass man immer was Größeres und Größeres bauen konnte. So. Ja, das waren schon schöne Zeiten. So Legos bauen, mal ein Stadion bauen, mal eine Kirche bauen oder was auch immer bauen. Das hat echt Spaß gemacht. Was ist denn da hinten? Das sieht irgendwie so komisch aus. Was ist denn das? Okay, das ist einfach nur ein Stein. Ey, ich glaub's ja nicht, das wird schon wieder dunkel, Alter. Was soll das? So. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie der Tag-Nacht-Zyklus hier ist. Wie viele Minuten Tag, wie viele Minuten Nacht. Auf jeden Fall kommt einem die Nacht in The Forest wie eine Ewigkeit vor. Und das finde ich schon geil. Das haben sie schon geil gemacht. So, hier haben wir noch zwei. Oh, wir haben es ja fast. So, dann rennen wir halt wieder zurück und gehen schlafen. Mein Gott. Das ist irgendwie wie in Minecraft. Man startet die Aufnahme, es wird Nacht. So. Juhu. Na komm. Lauf mal schneller. Es wird dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. So. Natürlich können wir immer noch nicht pennen. Ich glaube es ja nicht. So ein Schmutz. Jetzt haben wir ein echt dickes Problem.
Außer wir tun uns natürlich irgendwie Fackeln in den Wald stellen. Damit tun wir zwar Aufmerksamkeit erregen, aber wir sehen wenigstens was. Ich baller mir mal hier noch so ein Snickers oder was ist das rein? Ach du Scheiße, diese Geräusche jedes Mal, ey. Da kriegt man echt Paras. Weil wenn die Bäume und die Äste hier wackeln. Echt krass. Komm. Ey, ich hab gerade was gefuttert und er hat keine Ausdauer mehr. Ich fände es auch geil, wenn hier so Glühwürmchen rumfliegen würden. Das wäre geil. Würde ich extrem feiern. So. Noch 69 Loks, ey. Das schaffen wir in der Nacht nicht. So. Alles mal mit. Hier komm schon. Fall um. Yeah! Baumsurfen. Oh Gott, ich glaube, ich habe mir was kaputtgeschlagen, oder? Nee. Puh, Glück gehabt. Machen wir erstmal das hier fertig. So. Wenn erstmal der andere Wall, der Wall, Mark Wahlberg, nee, wenn erstmal die andere Wand hier außen rum steht, dass die hier nicht reinkommt, bin ich schon zufrieden. Das andere ist jetzt erstmal scheißegal. Die Hauptsache ist, dass die hier erstmal nicht reinkommen. So. Was ich auf jeden Fall aber jetzt erstmal mache hier ist, ich stelle jetzt hier erstmal so ein paar Dinger von denen auf. Und den hier. Ihr wisst, was ich meine. Und den da. Oh shit. Na super. Ich bin ja auch so doof. Ja, ist ja gut. Ich habe mich schon oft im Leben verbrannt und mich dafür angestellt. Scheiße. Ich höre die ganze Zeit Schritte, Mann. Das macht mich so paranoid. So. Bis jetzt hatten wir wirklich, wirklich Schwein, dass hier keiner gekommen ist. Finde ich ein bisschen doof gemacht, dass man jetzt noch einmal in der Nacht schlafen kann. Ich meine, der Tag-Nacht-Zyklus... War da was? Der Zyklus passt damit irgendwie nicht über, überein. Oder stimmt nicht mit überein. Weil wenn man nachts schläft, ist es Tag, kann man nachts die nächste Nacht immer schlafen. Das ist ein bisschen doof. Wo sind denn jetzt die anderen Baumstämme hin? Hallo? Ey, ich renne ja im Kreis wie in der Katze seinem Schwanz hinterher. Hä? Wo sind denn jetzt die scheiß Baumstämme, Mann? Und hier? Mysteriös, mysteriös. Oh Mann, Alter. Stirb! So. Ich habe immer Angst, dass hier einer kommt. Ey, fuck. Hier können wir abfällen. Da passiert, dürfte nichts passieren, weil die Wall noch nicht steht. So. Ich gucke mich ab und zu mal um. Ich habe aber auch keine Lust, die ganze Nacht mich irgendwo in der Höhle zu... Oder irgendwo in der... zu verkriechen oder was auch immer. Um mir die Hosen zu machen. Wir haben ja ein paar Molotows dabei. Und jetzt gibt's halt auf die Backen. Und wenn ich mich erschrecke, ist ja auch was Schönes für euch. Habt ihr was zu lachen? Ich weiß, dass ihr wollt, dass ich mich erschrecke. Ihr kleinen Schlingel. So. Ich kaufe mir mal die Axt hier. Ihr kleinen, kleinen Schlingel. Ach du was, ey, ist jetzt erst umgefallen. Das war aber knapp, So, hier drüben haben wir angefangen. Aber das ist ja mal fertig. So. Machen wir dahin. Dahin. Und dahin. So. Steine nehme ich mal mit. Da können wir noch mehr von den Feuerdingern hier aufstellen. Oh. Einfach mal durchs Fenster geholt. Oh, da ist noch einer. Nice. So. Vielleicht ist es irgendwie gerade ein Bug. Es gibt gar keine Ureinwohner mehr und ich mache mir umsonst Sorgen. Aber es wäre ja ein bisschen, auch ein bisschen doof. Es wäre wirklich ein bisschen zu langweilig. So. Ich stelle jetzt erstmal das hier dahin. So. Und diesmal bitte nicht durchlaufen. Du bist es! Du jagst mir immer einen Schrecken ein.
Oh, wie viel Stickies. Nimm das Ding doch auf, so. Wie viel ist 54? Wir haben es eigentlich fast hier, die Außenwall. So. Und den Baum hier noch, nehmen wir mit. So. Wir fällen die ganze Nacht Bäume. So, komm. Stickies brauchen wir ja eh noch. Boah! Ich hab nur einen gehört. Wo denn? Und diesmal habe ich keine Paras. Zeig dich, Junge. Hallo? Lassen Sie mich in Ruhe. Wo denn? Alter, ich hab den nicht gesehen. Die wollen tanzen. Ja, natürlich sind es mal wieder mehrere, oder? Da bist du alleine, du kleiner Spinne. Mehr, jetzt gibt's auf die Fresse, Kollege. Was fällt dir überhaupt ein hier? Ach, stirb einfach, Kollege. Okay, da ist noch einer irgendwo. Irgendwo ist ja noch so einer. Ja, meinst du, deine scheiß Judo-Rolle hilft dir, hä? Oh, oh. Stirb, du kleiner Spaß. Oh, oh. Wir haben aber schon gut was abbekommen. Denkt er wirklich, ihm hilft seine Judo-Rolle? So, gerade nochmal aus Frust. Ja, wie viel denn noch hier? Hat man denn hier überhaupt nie seine Ruhe, um was aufzubauen? Halt die Schnauze, Kollege. Halt deine Fresse. Oh, fuck. Oh, fuck. So. Ja, ist klar, Alter. Ey, wir müssen uns verpissen. Das werden jetzt echt zu viele. Alter! Wie kommen denn hier, Mann? Oh, shit. Ich hoffe, die folgen uns jetzt, ne? Dann nimmt halt mein Haus ein, wenn es euch gefällt. Ich baue mir ein neues. Puh. Scheiße ich drauf, ich baue mir einfach ein neues. Aber ich will meine monatliche Miete haben. So. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Können wir schlafen? Hoffentlich. Oh, es ist Tag. Wow, haben wir Glück gehabt. So, jetzt speichern wir erstmal. So, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.